Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Infinity. Wir stehen hier vor diesem wunderschönen Wald. Soweit ich weiß, geht's hier rein in den Wald. Wir schauen mal. Oh, oh, guckt euch das an. Luxus. Ich hatte kurz vor der Folge überlegt, ob ich vielleicht zurücklaufen muss. Aber hier kann man ja alles kaufen. Also, besser wird's nicht mehr. Ja. Wollte einen Superball kaufen. Exakt. Danke dafür. Wie viel Schutz habe ich noch? Ah ja, nichts mehr. Ich habe alles in diese fürchterlichen Höhle verschwendet. Okay. Frisches Wasser. Kaufen wir mal frisches Wasser. Und ein Gegengift ist... Oh, ich hatte schon zwei. Na ja, egal. Ist immer nicht schlecht, das zu haben. Also, auf in den Wald. Das wird ja sicher lustig, wenn davor eine Heilstation ist. Das kann ja nur gut sein. Der Wald hat vier große Areale und eine kleine Lichtung in der Mitte. Da war ich aufgewacht, soweit ich weiß. Jeder Ausgang hat ein Haus wie dieses hier. Das ist das westliche Tor. Es gibt ein südliches, östliches und nördliches. Okay. Na dann, auf in den Wald. Okay, an Tagen wie diesen mag ich es besonders, Pokémon-Kämpfe zu gewinnen. Aha. Check. Check hat. Oh. Die Vorentwicklung meines Hass-Pokémons. Wie schön. Das ist ja nett von Check. Aber jetzt kommt erstmal Simsala. Das haut alles weg. Ne, da bleibe ich doch drin. Das ist ja Gift. Das ist ja umso besser. Feuer verbrennt Gift, wie wir in der Randomizer Nuzlocke gelernt haben. Ach nee, wartet. Da war ja was. Schade, dass es nicht gereicht hat. Aber es reicht für ein Level-Up. Nee, Brüller lernen wir nicht, bitte. Ein Nidorino. Wie schön. Das dürfte One-Hit sein. Ja. Weil Nidorina hat mehr Verteidigung und dafür hat Nidorino mehr den Angriff. Hm, das eine Pokémon ist mehr offensiv, das andere defensiv. Ja, ja. Oh, da ist ein Item. Das will ich. Okay. Oder ein Pokémon. Ein Pokémon ist auch... Oh, krass. Hornio. Oha. Die Musik ist sehr schön hier im Wald. Hi, ich laufe den ganzen Tag schon in Kreisen. Wieso? Wieso sollte man das tun? Und vor allem, warum beschwert er sich da? Oder hat er sich nicht beschwert? Hat er es mir nur erklärt? Sehe ich so aus, als würde mich das interessieren, ob er in Kreisen läuft? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, was er einsetzt. Ey, doch. Ich hatte ganz vergessen, dass ich ja noch das Ei dabei habe, das seit 100 Folgen nicht ausschlüpfen will. Ich glaube, es sind 3. Aber 100. Es fühlt sich an wie 100. Mindestens. Vor allem das Schlimme an dem Ei ist, dass das weigert sich nicht nur zu schlüpfen. Das macht ja nicht mal Anstalten zu schlüpfen. Also nicht mal ansatzweise. Da steht ja immer noch, dass es ewig braucht, bis es schlüpft. Das ist richtig super. Ach, gut, dass du schon eine undichte Attacke hast. Sonst wär ich jetzt sehr traurig gewesen. Toll. Ah, eine Beere. Das ist ja nett von dir. Okay. Und ein Abra. Oh. Oh, oh. Das ist ja gefährlich. Oder auch nicht. Reicht das für ein Level-Up? Ja. Sehr schön. Ich habe gar keine Ahnung, wann sich Wablu entwickelt, ehrlich gesagt. Ich wollte mal schauen, wie das Ei das schon was sagt. Sag, Ei. Was ist los mit dir? Was ist da drin? Da muss ja irgendein Drache oder so oder ein Evoli drin sein, dass das... Nicht mal ein Evoli braucht so viele Schritte, wie das Ei jetzt schon an Schritten braucht.
Aha. Nee, ich kann noch keinen Zerschneider. Ich kann nur fliegen bisher. Interessante Reihenfolge, dass man zuerst das Fliegen lernt. Ich meine, praktisch, aber ungewöhnlich. Sonst ist irgendwie Zerschneider oder Zertrümmerer oder Stärke eher was, was ich als... Das ist schön. Was ich als erstes so freischalten würde. Aber Fliegen ist sonst immer sowas, das ganz am Ende kommt, so gefühlt in allen Spielen. Egal ob Fangame oder Hauptspiel. Haha. Ein Bibor. Tschüss, Bibor. Der hat einfach die gesamte Entwicklungsreihe dabei. Ich meine, okay. Ob das sonderlich clever ist, von jedem eins dabei zu haben, statt einfach dreimal Bibor. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt eher sagen, nein. Ah, ein Knil. Ich will ein Knilz im Team. Beziehungsweise ein Kapilz. Ja. Ich will keinen Sonnenkern im Team. Hallo? Hallo, ich bin Miri. Ich hoffe, du hast Lust, in mein Team zu kommen. Level 16? Okay. Oh, Leute. Was habe ich denn? Ich habe nur noch einen Flottball. Den will ich eher nicht einsetzen, ehrlich gesagt. Warum habe ich schon Hyperbälle? Warum hatte ich Hyperbälle, bevor ich Superbälle hatte? Ja, so macht man das, habe ich gehört. So läuft das. Okay. Aha, interessant. So. Ein sehr feines Pokémon, würde ich sagen, oder? Direkt beim ersten Mal drin geblieben. Es gibt sich Mühe. So. Gehe ich jetzt zurück, hol's aus dem Computer? Ich weiß es nicht. Hi, was machst du denn? Aha. Die unterschiedlichen Teile des Waldes sind fast komplett unterschiedliche Biome. Du wirst komplett unterschiedliche Pokémon in jedem Winkel des Waldes finden. Na, das hört sich doch schon mal positiv an. Hier ist ein Mobai. Ja, das will ich nicht finden. Raupi. Weil sonderlich krasse Pokémon habe ich bisher in dem Wald noch nicht entdeckt. Außer halt das Knilz. Aber das ist auch nicht krass. Das ist halt ein Knilz. Ich mag Knilz. Ich mag vor allem Kapilz. Kapilz ist cool. Auch wenn es nichts aushält. Aber es ist so cool. Netzball. Nicht schlecht. Oh. Ich habe Ibitak-Flashbacks. Das Gute ist, ich bin im Level inzwischen hoch genug, dass die mir nichts mehr ausmachen. Weg mit dir. Wenigstens gibt es gute XP. Aha. Das heißt, ich bin jetzt in einem anderen Biom im Prinzip. Ein Astralstein. Leute, was macht denn jetzt ein Astralstein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. What? Das Problem ist, Shellterra haben wir jetzt gerade in der Randomizer Nuzlocke. Deswegen habe ich da gar keine Lust drauf. Außerdem habe ich jetzt Knilz als Pflanzen-Pokémon. Vor allem ist das Pflanzenkampf. Geht's hier raus? Leute, ich habe mich verirrt im Wald. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist es sehr gruselig. Hier sind überall... gruselig, okay. Oh, Scaraborn, okay. Okay. Ob da das Simsalas so perfekt vorne ist? Hat leider nicht genug Schaden gemacht. Das hat halt vor allem nicht mehr viel Konfusion. Das ist so ein bisschen das Problem. Dass Simsalas halt nur eine Attacke hat, die Schaden macht. Was ist denn los mit den ganzen Paras hier? Ja, hier ist es ganz schön voll, oder? Kommt mir das nur so vor. Ich habe gehört, irgendwo gibt es Ausgänge. Ich würde nämlich gerne raus und meine Pokémon
nicht heilen, sondern das Knilz halt mit reinnehmen ins Thema. Aber ich habe sämtliche Orientierung schon vor 5 Minuten verloren, ehrlich gesagt. Ja, wildes Pokémon. Und die wilden Pokémon, die ständig auftauchen, helfen meinem Orientierungssinn gar nicht. So überhaupt nicht. Oh cool, sowas wie dich habe ich auch. Cool. Tschüss. So. Hier ist was. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch was sein. Das ist so auffällig. Kann ja nicht sein. Das Gras kitzelt meine Beine. Pass auf, im Wald gibt es ganz schön viele Zecken. Ich muss immer schon genug vom Hund runterholen. Zur Zeit. Fürchterlich. Zieht keine Shorts im Wald an, das ist dumm. Schön. Wie viel Schaden so ein Bibor macht. Das ist ja sehr nett von ihm. Übel, übel. Boah, das hat direkt ein Level up. Eine neue Psycho-Attacke. Oh ja. Guckt euch das an. Ist gar nicht so viel stärker. Ich dachte, Konfusion wäre schwächer. Ich meine, 50 ist nicht krass, aber es ist auch nicht schlecht. Aber Psychstrahl ist nochmal stärker. Was ist denn das für eine Attacke? Ach, das ist mit den Bären. Nee, nee. Da kommt gleich das nächste Bibor. Das ist ja schön. Warum habe ich nicht Psychstrahl eingesetzt? Das hätte ja dann für einen One-Hit ge- Okay. Ich sag nichts. Konfusion hat ja auch gereicht. Oh, was? Eine Eisattacke? Boah, das ist jetzt schwierig. Die ist halt schwächer. Aber sie hat vor allem nur 95 Trefferchance. Aber gegen einen Drachen habe ich halt zurzeit nichts anderes. Wartet. Ich krieg doch später einen Altaria. Nee, wir bringen ihm das nicht bei. Ich werde jetzt sowieso, ich meine, ich habe jetzt gerade ein Unlicht-Pokémon im Team, aber das werde ich jetzt gegen Knilz austauschen erstmal. Deswegen behalte ich mal lieber die Unlicht. Oh, es gibt hier Roselia, wie cool. Pass auf die Blumen auf. Auf welche? Auf die normalen oder auf die mit Dornen? Hallo. Kleine Pflanze. Hoch und weg. Oh. Hat direkt eins davon. Okay. Fort mit dir. Und ein Duflor. Das macht Simsala doch auch weg. Simsala ist sehr OP im Level 20er Bereich, habe ich das Gefühl. Item. Ja, puh, Leute. Ich wollte eigentlich zu so einem Ausgang, den sie mir angekündigt hatten, aber die existiert anscheinend nicht. Da wollte ich nicht gegenlaufen. Ja, wäre ich lieber mal... Aber das... War das jetzt ein wilder Encounter? Ich dachte, ich wäre in das Knilz gelaufen. Hä? 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 Okay, das war verwirrend. Anscheinend bin ich nicht in das Knilz gelaufen. Ist gut, okay. Ein Schlurp. Es gibt viel zu viele Steine. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Es gibt viel zu viele Steine in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich mit was entwickeln soll. Hier, was... Hier, kann sich einer von euch damit entwickeln? Nein. Kann einer sich damit... Nein. Schade, dass ich das eigentlich damit entwickelt. Das hätte ich jetzt gedacht. Ach, Leute.
Dieses Ei. Es ist nicht sehr kooperativ. Das, oh, ich komme nicht zu dem... Oh, nein. Ach nö, ernsthaft? Ei. Ich weiß, wo ich bin, aber es hilft mir nichts. Ach, ich kann ja jederzeit fliegen, aber da muss ich wieder zurücklaufen. Ne? Und ob ich darauf Lust habe? Ich glaube nicht. Erstmal weg damit. Das macht erstaunlich gut Schaden. Obwohl ich 10 Level drüber bin. Oh, es ist verwirrt. Braver Psystrahl. Hau dich selbst, dann ist es erledigt. Ach, ernsthaft. Dann ist es halt nicht erledigt. Na toll. Hätte ich mal lieber gewechselt. Was ist Bibarel? Ach, das Bidifass. Ach so, aha. Äußerst interessant. Mhm, das war der Plan. Gut, dass das hier keine Nuzlocke ist. Hat er noch was? Ständler. Ah, da haben wir noch Baloui. Der kann das. Oh, das macht relativ wenig Schaden, Baloui. Hast du dir schon mal überlegt, ein bisschen mehr Schaden zu machen? Wäre das nicht super? Nein? Jetzt ist es schneller, das ist gemein. Okay, das hat gut Schaden gemacht, Leute. Nein, das lernen wir nicht. Ja. Da ist eine Truhe, aber wie komme ich denn da hin? Baras, geh mir mal aus dem Weg. Ja, okay, dann nicht. Oh, es ist das beste Pokémon aller Zeiten. Ich fürchte, wir können Knilz doch nicht mitnehmen. Oh, hupala. Das wird jetzt erstmal Simsalat besiegen. Oh, ich bin so stolz auf dich. So gut bist du. So ein gutes Pokémon. Ich möchte ein Serapendra im Team. Das steht fest. Ich will... Bitte besiege es nicht. Es ist so lieb. Guckt euch das an. So ein feines Pokémon. Jetzt hat es das auch noch vergiftet. Das gibt sich so viel Mühe. Das ist ja unglaublich. Ja, fein hast du das vergiftet. Wir fangen es... Oh, ich habe einen Netzball. Wir fangen es in einem Netzball. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Leute, ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Ich muss ihm noch einen Namen geben. Stimmt. Wartet eine Sekunde. Wo ist die Namensliste? So, hier. Sehr schön. Gut, Leute. Das war's jetzt aber. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet gerne morgen wieder ein. Ich mache noch ein paar Schritte während der Abmoderation. Vielleicht schlüpft dann eines Tages das Ei. Ja, bis dahin macht es gut. Und tschüss.